Hallo und herzlich willkommen, ihr Ruhrpott-Athleten da draußen. Nachdem wir im ersten Video das Warm-up und die Laufmobilisation behandelt haben, soll heute das Lauf-ABC folgen. Wir wollen euch einfach ein paar Übungen an die Hand geben, von denen ihr euch gerne inspirieren lassen könnt. Holt euch Ideen für euer eigenes Training, um demnächst die Lauftechnik geschult zu haben und noch effizienter zu laufen. Viel Spaß dabei! Übung Fußgelenksarbeit. Der rechte Fuß fängt an, du hebst die Sohle, sodass du eine maximale Bewegung im Sprunggelenk erreichst. Dann setzt der rechte Fuß wieder ab, der linke Fuß folgt. Das Ganze machst du in der Vorwärtsbewegung. Achte auf eine maximale Bewegung im Sprunggelenk und auf eine schnelle, flüssige Bewegung mit wenig Raumgewinn. Der Körper ist aufrecht, Hüfte ist durchgestreckt, Arme werden kreuzkoordiniert mitgenommen. Der Tobi zeigt uns den Skipping. Er hebt die Füße im Wechsel halb hoch an, bis etwa 60-70 Grad. Arme nimmt der Kreuzkoordinierend mit. Beim Skipping arbeiten wir die ganze Zeit auf dem Vorderfuß. Jetzt steigert er die Frequenz bis zur Maximalfrequenz. Achtet auch darauf, dass der Oberkörper aufrecht ist, Hüfte ist durchgestreckt, Arme werden kreuzkoordiniert mitgenommen. Ich zeige euch den Kniehebelauf. Dazu hebe ich den Oberschenkel bis zur Waagerechten und setze den Fuß komplett wieder auf. Anders als beim Skipping setze ich die Ferse wirklich komplett auf. Ich zeige euch den Kniehebelauf mit Greifbewegung. Dafür hebe ich den rechten Oberschenkel bis zur Waagerechten an und habe hier eine greifende Bewegung. Ich führe die Übung erst nur mit der rechten Seite aus und später nur mit der linken Seite. Das passive Bein, das läuft einfach mit. Tobias zeigt uns das Anfersen. Im Wechsel wird rechter und linker Fuß angefärst, sodass die Ferse den Po berührt. Hier versuchen wir auch eine maximale Bewegung hinzubekommen. Die Arme werden kreuzkoordiniert mitgenommen. Ich zeige euch den Prellhopser oder auch Wechselsprünge genannt. Nach der Startposition drücke ich mich im Wechsel mit dem rechten und linken Fuß ab. Ich starte mit dem rechten Fuß. Die Füße landen wieder parallel nebeneinander zusammen. Jetzt drücke ich mich mit dem linken ab. Das Ganze mache ich jetzt in der flüssigen Bewegung auf der Stelle, bis ich einen Rhythmus gefunden habe. Wenn ich den Rhythmus habe, gehe ich in die Vorwärtsbewegung. Hier kann ich auch mit der Höhe spielen. Wichtig ist ein kurzer Bodenkontakt. Den muss ich wirklich maximal hinbekommen. Jetzt spiele ich mit der Höhe, versuche wirklich ganz schnell Bodenkontakt hinzubekommen. Bastian zeigt uns den Storchengang. In der Gehbewegung zieht er den Oberschenkel bis zur Waagerechten, pendelt dann den Fuß aus und hat eine greifende Bewegung. Bei der Übung kann man sehr gut auf die Hüftstreckung achten. Das heißt, wenn ich das rechte Bein auspendel, in dem Moment, wo ich den Boden berühre, streckt das andere Bein durch, sodass ich da hervorragend auf meine Hüftstreckung achten kann. Ich zeige euch den Sidesteps. Am Anfang nehmt ihr eine aufrechte Körperhaltung ein und wichtig ist, dass ihr die ganze Zeit auf dem Vorderfuß arbeitet. Seitenwechsel, jetzt ist das andere Bein vorne. Tobias zeigt uns den Überstellschritt. Das linke Bein ist das aktive Bein, überstellt jetzt. Das rechte Bein wird nachgesetzt. Das linke Bein hinterläuft jetzt wieder. Jetzt zeigt er uns das in der Bewegung. Achte darauf, dass die Arme,
die ganze Zeit in der gleichen Position bleiben. Jetzt sind wir in der Rückwärtsbewegung, das Bein wechselt und Tobias bringt ein bisschen Tempo in die Bewegung. Ich zeige euch jetzt den Hopserlauf. Vom Hinweg zeige ich euch jetzt die lockere Variante. Dabei achten wir, dass der Fußballen schön aufkommt, wieder über die Ferse zurückrollt. Jetzt auf dem Rückweg zeige ich euch die aktive Variante. Dabei geht es in die Höhe. Sebastian zeigt uns den Sprunglauf. Er läuft erst an und geht dann in den Sprunglauf über. Achte auf eine Beinstreckung, Hüftstreckung und der Oberschenkel wird bis zur waagerechten angezogen. Übung Tipptapp. Beine sind gestreckt, landen auf dem Vorderfuß. Frequenz wird jetzt erhöht. Immer weiter erhöhen, bis du es nicht mehr erhöhen kannst und gehst dann in den Lauf über. So, der Tobi zeigt uns jetzt den Hockstrecksprung. Der Oberkörper ist in einer aufrechten Position. Die Beine gehen in 100-110 Grad. Er macht einen leichten Sprung nach oben, geht wieder in die Ausgangsposition und führt nach einer kurzen Standphase ein weiteres Mal den Sprung aus. Das Ganze wiederholt man 8 bis 12 Mal. Ich wünsche viel Spaß bei der Umsetzung und beim eigenen Training. Folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis dahin, bleibt sportlich. Schön nochmal drücken, komm!